Hallo meine Lieben, ich bin Arena und heute machen wir eine Liebesbotschaft vom Universum. Dadurch, dass ich keine Fragen von euch bekommen habe, wird eine Liebesbotschaft vom Universum. Ich hoffe, meine Lieben, euch geht es gut und wir schauen die erste, die zweite und die dritte Karte. Und danach schauen wir. Schaut mal, meine Lieben, etwas gewaltig kommt in, ich würde sagen, nicht kommt in dein Leben, aber gewaltig irgendwie eine Veränderung, irgendwie etwas bei, schaut mal, bei euch unterschiedlich wird sich abspielen. Du hattest eigentlich gutes Leben, alles war perfekt und hier mit voller Kraft etwas könnte dir weggerissen. Das heißt, etwas, was dir schon Komfortzone deine gemacht hat. Meine Lieben, das könnte ein Job sein, das könnte eine Situation, zum Beispiel nicht unbedingt Job, irgendwie ein Teil von deines Lebens, was ist wichtig für deine Komfortzone. Das heißt, um deine Komfortzone noch vor Weihnachten zu verändern, etwas wird zu Ende gehen. Und diese Karte uns zeigt, dass es eine Lehre vom Universum, das heißt Lernprozess, ein Lerngang, oder kann man auch sagen. Gleich schauen wir weiter. Mangel an Geld und ein Mann. Damit kommt ein Mann, meine Lieben. Damit kommt ein Mann. Schauen wir, meine Lieben. Um etwas im Leben zu bekommen, muss man Platz dafür haben. Dieser Vorgang, was ich gesagt habe von vorne, ja, Universum schickt dir einen Mann. Aber bevor er diesen Mann schickt, bevor er dir ihm gibt, du musst diesen Mangel an diesem Mann haben. So wie sieht, du hast alles. Du hast Wohnung, du hast schönes Lohn und so weiter und so weiter. Um Platz zu schaffen, braucht man etwas wegnehmen. So funktioniert Universum, meine Lieben. Und dieser Mensch, ich muss sagen, gleich, das ist eine, wow. Übrigens, dieser Mensch, er war schon in deinem Umgebung. Ein geduldiger Mensch, der etwas schon erlebt hat, hat keine Illusionen, meine Lieben, aber hat trotzdem, schaut mal, immer noch Hoffnung an eine Liebe. Ich beschreibe ein bisschen diesen Mann, dass ihr versteht. Das ist ein intelligenter Mann, mit scharfem Blick vielleicht, logischer Mann, der wirklich vielleicht mit Romantik hat nicht viel zu tun oder kann sich nicht im Liebesbereich er findet sich nicht so zurecht im Liebesbereich. Er ist mehr so genau, mehr praktisch, denkt drüber nach und so weiter. Aber, meine Lieben, könnte auch sein ein Luftelement. Aber ich sehe hier mehr einen Mann, der zum Beispiel könnte ein ehemaliger Soldat sein oder so. Oder Arzt oder ein Jurist. So, und ich sehe hier, nicht nur Schicksal in deinem Leben, aber ich würde sagen, das ist ein Traum, weil Situation, wann ihr euch kennenlernt, wird, wie sagt man, spezifisch sein. Jetzt noch Rat für dich. Und übrigens, dieser Mann wird wieder dein Leben stabilisieren. Ein Rat für dich. Aha, zwei, drei. Okay, drei Karten. Mal schauen.
Betrachte diese Situation nicht als schwere Situation, so zeigen uns die Karten. Betrachte das als neuer Prozess, neuer Weg in deinem Leben mit großen Perspektiven und Überraschungen. Mann, der wirklich Verantwortung kann übernehmen, Mann, der wirklich seriös ist und schaut auf das Leben wirklich von einer anderen Perspektive, als du gewöhnt bist. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Glück in der Liebe, alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.